Hi und herzlich willkommen zurück bei Transport Fever 2. Ich habe gerade überlegt, ob ich es rausschneide, aber komm, lassen wir mal drin. Wir sind hier in unserem Passagierzug oder an unserem Passagierzug, der hier sich auf dem Weg nach Tianjin macht. Ich glaube, ich spreche das öfter mal falsch aus, aber verzeiht mir das. Ich hatte aber auch keine Lust, in unserer asiatischen Welt jetzt hier die ganzen Sachen umzubenennen und die Städte dann irgendwie Berlin zu nennen oder so. Wir gewöhnen uns da dran, kriegen das schon hin. Fährt hier in diesem Graben, was ich irgendwie ganz cool finde. Und jetzt kann ich euch das hier im Graben ein bisschen schlecht zeigen. Wartet, nee, das ist auch nicht gut. Ich versuche mal das hier so. Man sieht hier drinnen sogar, das ist jetzt schwer zu sehen. Okay, kann ich nicht. Man sieht hier drinnen sogar ab und zu so ein paar Passagiere sitzen. Ich versuche das mal. Wir können ja einfach kurz Pause drücken. Und schon sieht man das. Hier, da sitzt eine Dame drin. Seht ihr? Hier sitzen irgendwie auch Leute. Die kann ich jetzt ein bisschen schwer erkennen. Da, aber seht ihr das? Da sind ein paar Leute drin. Also hier sind überall ein paar Leutchen. Hier sitzt irgendjemand. Das ist mega cool gemacht. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und gerade so diese kleine Detailverliebtheit, traumhaft. Wir sind jetzt schon... Oh, da ist der Tunnel. Ah ja. Den wir da so durch den Berg gebaut haben, um hier nicht außen rumfahren zu müssen, damit wir hier eine ordentliche gerade Strecke haben. Haben wir uns hier richtig was kosten lassen. Und der macht sich jetzt auf den Weg nach Tianjin. Alter, ist schon 10 Monate. Krass. Der hat noch nicht mal die erste Strecke geschafft und ist schon 10 Monate alt. Die Zeit rennt aber hier im Spiel. Ich habe auch überlegt, ob ich hier unten die Datumsgeschwindigkeit... Ich glaube, ich halbiere die mal. Das heißt, dass pro Jahr quasi nur noch ein halbes Jahr abläuft. Ja? Also wenn hier ein Jahr um ist, dann springt das nicht ganz so schnell hoch. Versteht ihr, was ich meine? Ihr versteht, was ich meine, oder? Also was sonst ein Jahr ist, sind jetzt 2 Jahre. Das heißt, dass es jetzt doppelt so lange dauert, bis wir fortschreiten und damit nicht dauernd neue Züge uns überrollen und so. Ist vielleicht eine ganz coole Sache. Wir haben ja Zeit und so verbringen wir auch ein bisschen länger hier Zeit mit diesen wunderschönen Dampfloks. Ja, guckt euch das mal an hier. Ist das nicht alles schön? So, wo ist denn unser Ziel? Da hinten irgendwo. Hier sind. Ah ja, da ist dieser Bauernhof. Aus der Perspektive ist es auch sehr interessant, das mal zu sehen. Dass da hinten ist dieser riesige Berg, der, ich glaube, das ist der, wo wir durchfahren mit dem Zug, der das Öl wegbringt. Müsste der sein. Und hier sind diese Bauernhöfe, von denen wir Sachen abholen. Dann düsen wir jetzt auch mal schnell dran vorbei. Hier, oh, das ist schön. Guckt euch das mal an. Hier ist dieses zweite Gleis, was wir gebaut hatten, um das schon so ein bisschen hier abzutrennen. Man sieht es hier auch wunderbar, ja. Geht hier gut an dem Feld lang. Hier überqueren wir die Straße, fahren dann hier. Ich finde es cool, dass sie jetzt an der Straße andocken können, die Gleise. Weil ich nicht genau weiß, ob es vorher vielleicht auch schon ging, aber ich habe es noch nie so bewusst wahrgenommen. So, dass man hier wirklich, hoppala, so schnell drehen, sonst wird euch schlecht. Dass man quasi dem Straßenverlauf mit den Schienen auch einfach folgen kann. Jetzt fahren wir hier so an den Stein direkt am Strand lang. Wie schön ist das denn? Ist ja wirklich direkt am Strand. Oh Gott, müssen wir ja aufpassen, dass hier nicht irgendwann überspült wird. Globale Erwärmung, Meeresspiegelanstieg und zack, sind unsere Gleise weg. Das ist natürlich gefährlich, ja. Aber wir sind ja erst 1901, haben wir also noch ein bisschen Zeit, uns um sowas Gedanken zu machen. Hier ist das Depot, da sind wir also beim letzten Mal angekommen. Und da vorne ist dann Tianjin. Hier nämlich. Und in Tianjin warten 69 Leute. 69 Leute ist schon mal gut. Ja, das heißt, wir kriegen den Zug auf jeden Fall ein bisschen gefüllt. Und ich bin jetzt halt gespannt. Der Zug hat derzeit 42 Leute an Bord, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Was bringt uns das an Geld? Okay, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Das bringt gerade mal 500.000. Eieiei. Fährt er wieder los? Mit 75, das ist schon ein bisschen mehr. 500.000 ist jetzt aber nicht so doll. Aber gut, die Leute kommen hierher, die Stadt wächst und so. Jetzt echt gedacht, das könnte ein bisschen mehr sein. Aber na gut. Oh, und hier unsere
Unsere Busse sind überlastet. Hier unten ist eine Bushaltestelle. Das läuft nicht so gut hier. Da müssen wir mal ein bisschen nachlegen. Und derzeit fahren die ja so hier rum. Ich guck mal kurz. Abdeckung hier, Abdeckung da. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und das heißt, ich könnte ja hier einfach mal unsere erste Straßenbahn vielleicht einsetzen. Und dazu tun wir Folgendes. Wir schnappen uns hier dieses Gleistool und bauen erstmal auf unserer ehemaligen Buslinie Straßenbahngleise. Können wir uns auch gleich... Okay, das geht da lang, ja? Ne, hier geht's lang. Ja, können wir uns auch gleich angucken, wie das Ganze ausschaut. Müssten wir hier einmal die Runde haben. Zoomen uns hier mal rein. Genau, und hier sind jetzt so Straßenbahngleise und hier oben sieht man auch wunderbar, ja, hier oben sind jetzt so Strom, für Stromabnehmer halt Stromleitungen drauf, sodass hier auch die Straßenbahn fahren kann. Gefällt mir. So, wir müssen ein... Ich werde hier dieses Stück noch mit Gleisen bauen, damit hier hinten hier das Straßenbahndepot oder das Fahrzeugdepot in ein Tramdepot umbauen können. Warte, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das geht. Also ob hier... Ja, verdammt. Na gut. Ist egal, ist nicht so schlimm. Dann glaube ich jetzt auf meiner Route... Die heißt Bus Tianjin, kann ich die nicht ersetzen, ne? Guck mal kurz. Nee, muss die da draufziehen. Okay. Also müssen wir erstmal Folgendes machen. Wir benennen die erstmal um. Weil es wird ja vom Bus zur Tram. Ja. Genau. Und dann müssen wir jetzt Tram-Fahrzeuge kaufen. Was gibt's denn hier? Den Iwan. Eieiei. 11 Leute Kapazität. Jetzt sagen wir, kaufen trotzdem mal 5. Oh, das ist schon ganz schön teuer. Dann kaufe ich vielleicht mal nur 4. Genau. Und setze die jetzt auf die Tramlinie 1. Dann lasse ich die Zeit wieder ein bisschen vorlaufen. Ist auf Mittel schon ungewohnt schwierig, muss ich sagen. Meine Güte. So. Hier stehen die Züge drin und beladen. Hier unten auch alles gut. Bringt den Kram hier nach oben. Und der Zug lädt hier auch langsam. Okay. Also ich guck mal hier einfach in die Linien. Oder ich kann auch in die Züge reingucken. Straßenfahrzeuge in Chengdu machen noch Minus, aber sonst machen hier alle Plus. Und bei den Linien haben wir noch die, die Minus machen. Der Rest macht erstmal auch Plus. Das ist gut. Und richtig gut läuft hier unsere Passagierbahn. Da scheinen wir mal was richtig gemacht zu haben. Straßenbahnen sind unterwegs. Das heißt, ich gucke mir mal hier die Tram an. Falsch, wir müssen hier auf die Tram gehen. Da. Und ich kann jetzt hier die alten Straßenfahrzeuge mal rausschmeißen. Ja, weil wir brauchen ja nur Trams. So, jetzt machen wir erstmal eins. Ich kaufe noch eine Tram für die Linie 1. Und dann kaufe ich noch 5 für die andere Linie. Linie 2. Zahl hier einmal zurück. Hatten nämlich noch Kredit. Dann kann ich hier bei der Linie 2 dann auch gleich, wenn die da rausgefahren sind, ich kann es auch gleich machen, verkaufe ich hier jetzt die anderen Fahrzeuge. Sodass wir hier unsere erste richtige Tramlinie haben. Und nur mal gucken, wo sind denn die Kollegen? Hier hinten? Gott, das sind ja lustige Teile. Hier vorne eigentlich nur ein Kessel. Irgendeine Dampfmaschine auf Schienen gepackt. Und hinten dann quasi so ein kleiner Anhänger dran, mit dem man dann fahren kann. Ja? Also mit dem man dann sitzen kann, um von A nach B zu kommen. Cool. So, und ich guck mal hier unten. Warte mal. Dass wir hier mal... Bisschen hell, oder? Die Beleuchtung vorne ist ja krass. So, gucken wir mal hier hin. Sieht so aus, als wenn die derzeit alle nur in eine Richtung wollen, oder?
Vielleicht ist die andere Tramlinie aber noch nicht angekommen. Der Dux. Der Dux, ah ja. So, ich möchte jetzt trotzdem hier irgendwo ein Foto haben von unserer ersten Tram. Kommt hier vielleicht mal eine oder so? Ja, irgendwo was, wo es ein bisschen so mit Häusern. Da hinten nur unser Bahnhof. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, dass sich das ausdehnt. Genau, unser Brot geht hier hin und sorgt dafür, dass Tianjin ordentlich wächst. Oh, hier ist sie. Da ist die Tram. Guck mal. Ich bin blöd hier mit den Teilen. Lass sie einfach mal ein bisschen vorfahren. Weil das auch schon wieder komisch ausschaut. Okay. Haben wir einfach mal ein Foto von der Tram gemacht. Ist ja okay. Müssen es ja auch nicht übertreiben. Hier drüben. So, ich zahle den letzten Kredit einmal zurück. Hier drüben ist die Lebensmittelfabrik. Die erzeugt natürlich logischerweise Lebensmittel. Genau. Und wir könnten hier natürlich auch irgendwann das Ganze mal etwas auf entsprechende Gleise setzen, also mit einem Zug anbinden. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wo ist denn hier unser Zug eigentlich? Der kommt jetzt hier langsam an. Ist fast voll. Das ist ja super. Und sollte uns hier gleich ein bisschen Geld bringen. Wäre ja fast die Überlegung, ob wir gleich noch einen Passagierzug nach Yokohama fahren lassen. Am Anfang hier überlegt, ob wir so eine Rund... so einen Rundkurs bauen. Aber dann haben wir hier, hätten wir hier jetzt was falsch gemacht mit dem, dem in Chengdu. Könnte natürlich trotzdem reinfahren und würde wieder rausfahren. Aber in Yokohama kommen wir hier durch. Weil hier könnte man sich so ein bisschen durchschlängeln. Und dann würde man hier in Yokohama ja, hier so rüberfahren. Weil dann wäre es eigentlich toll, wenn wir hier die Straße so hätten. Dazu müsste ich aber das Gebäude entfernen und das ist auch schon wieder richtig teuer. Oder ich mach den. Zack. Na, komm schon. Manchmal. Also, welcher Ecke sitzt der denn jetzt hier an deren. Oh, verdammt. Okay, so könnte ich es machen. Könnte dann da einen Bahnhof hinsetzen. Ich glaube, ich baue den schon mal, dass wir hier immerhin wissen, wo der am Ende sitzt. Hier zwischen sieht es ganz gut aus. So. Da hätte ich gern den Bahnhof Yokohama hin. Ja, die Geschwindigkeit können wir ruhig ein bisschen erhöhen. So, und hier stehen jetzt wirklich viele Leute an. Mit der Straßenbahn irgendwo hin wollen. Damit sollte sich. Oh, hier haben wir Leute überfahren. Meine Güte. Eieiei. Okay, hier kommen die Leute jetzt in die Straßenbahn rein. Die fährt los und tut das, was sie tun soll. Gefällt mir schon mal. Dann gehe ich mal hier nochmal nach oben, nach Chengdu und guck mal, wie es hier ausschaut. Und so ein paar Busse unterwegs, die hier die Leute abholen. Gehen so ein paar Vereinzelt drum. Hauptsache, die kommen hier ordentlich. Zu unserem Bahnhof. Es wird später aber teuer, wenn wir den hier noch erweitern müssen. Vielleicht sollte ich hier schon mal ein paar Gleise ranbauen. Sonst müssen wir hier am Ende nämlich so viel Sachen abreißen, so wie hier jetzt hier. Eieieiei. Oh, ich baue das hier schon mal, würde ich sagen. Und dann bauen wir hier nämlich eine von den Plattformen hin, sodass wir hier später auch Waren reintransportieren können. Voilà. Nicht drehen, sondern nur das hinbauen.
Oh, sieht doch schon ganz gut aus. Und dann haben wir vorne, brauchen wir natürlich dann so ein Cargo-Building. Ah, das sitzt dann zu weit dran. Dann könnte ich es ja in zwei groß. Das passt nicht. Ja, wenn ich da so hinsetze, ist es schon wieder weg. Okay, na dann bauen wir hier einfach so ein Cargo-Building ran. Auf jeden Fall passt das erstmal. Ist jetzt ja auch noch ein kleines Dorf hier derzeit. Da ist das als Bahnhof schon sehr, sehr überdimensioniert. Gleich geht ja dieses Geschäftsgebäude hier irgendwann noch weg oder so. Rein zufällig fällt es zusammen oder sowas. Können wir daran weitermachen. So, hier sind... Könnte man noch eigentlich noch so ein Fahrzeug beim Brot einsetzen oder vielleicht sogar zwei? Oh, wo kommen die denn jetzt her? Ist ja gar kein Depot mehr in der Nähe, oder? Sind die denn von da oben oder so? Oh Gott, die kommen wirklich von da oben. Fahren denn hier runter? Okay, also ich muss hier erstmal noch ein Depot bauen. Das ist jetzt egal, die fahren dann halt da runter. Aber das ist das, was ich meinte. Ich habe hier aus Versehen das Straßendepot ja abgerissen. Aber was heißt aus Versehen? Das war schon Absicht. Aber ich dachte, dass man mit dem, dass hier auch Straßenfahrzeuge rauskommen können. Tun sie aber nicht. Dass die da unten sind. Ist da was? Ist Quatsch. Wir hauen das wieder raus hier. Und machen das jetzt nochmal neu. Wenn wir jetzt nämlich hier drauf gehen, kommen die da raus und dann sind die viel schneller da. Sonst machen die auch miese, wenn die hierher fahren und so. Das ist so rum, glaube ich, schon besser. So, Kredit ist zurückgezahlt. Geld haben wir. Was wir mal gucken könnten, ob wir hier schon mal so eine Strecke durchsetzen können. Schon sehr teuer, aber hier würde dann so ein Tunnel komplett durchgehen. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu teuer. Mal schaut mal so. Sieht es doch eigentlich ganz cool aus. Hier geht es dann so entsprechend wieder runter. Mal eine Brücke. Brücke billiger als die Aufschüttung. Da drüben geht das dann auch wieder so lang. Dann lasse ich, glaube ich, mal... Wobei eine Brücke hier natürlich cool aussehen würde. Und das ist auch nicht so teuer jetzt. Machen wir hier mal eine Brücke. Das Ganze führt hier so rum. Gräbt sich hier so durch. Und fährt dann da die Brücke. Finde ich cool. Sieht schick aus. Genau, und dann haben wir hier... Ja, das Thema, das von hier aus geht das dann mehr oder weniger hier an den Teilen vorbei. Führt irgendwo noch ein bisschen weiter weg vom Strand. Ist ja Klimawandel und so, führt hier jetzt irgendwo lang. Und sollte sich dann, vielleicht kann man es auch direkt anschließen, sollte ich hier so anschließen. Guck mal, jetzt gräbt sich es hier sehr rein. Das ist mir ein bisschen zu viel. So. Okay. Ist jetzt hier geschlossen. Sah gerade so ein bisschen komisch aus. Ja, ist es. Okay. Dann hätten wir hier schon die nächste Strecke. Auch nur eingleisig, aber immerhin. Ja, yeah. Boah, guckt mal, durch den Dschungel. Meine Güte. Ja, hier dann mit so einer Brücke. Aber hier ist auch ein richtiges Tal. Und dann geht es hier durch die Berge durch. Durch diese... Um dann hier unten entsprechend nach Yokohama zu führen. Okay. Was? Ich baue das hier jetzt einfach so. Mit so ein paar coolen Schrägen. Dann kann der Bus quasi hier so rumfahren. Baue hier oben schon mal zwei Häuschen. Das kann ja jetzt nicht schaden. Ja. Dann gucken wir mal, wie sich Yokohama hier so ein bisschen entwickelt. Und was wir da so mitmachen können.
Genau, hier hat unser Zug jetzt die Leute mitgenommen, aber es sind auch nicht so viele Leute, die hier mit wollen. Vielleicht ist unser Takt zu gering oder so. Das kann ja eigentlich nicht sein. Der Bahnhof zu klein. Nee, das passt schon, oder? Vielleicht sind hier aber auch zu viele Leute. Vielleicht sollten wir hier eine größere Station bauen. Jetzt kommen hier zwar die Straßenbahn an. Aber noch meckern die auch nicht, wirklich. Vielleicht sollten wir doch noch... Mach das mal, ich kaufe uns mal noch zwei von den Straßenbahnen hier. Eins. Und Nummer zwei. Und wir weisen den beiden Linien da die entsprechend zu. Genau. Dann haben wir jetzt sehr viel Brot, was nicht abtransportiert wird. Was aber darüber muss. 63 steht da gerade. Wie ist der Takt dieser Route? Ich mach mal das jetzt hier. Quatsch, das nicht richtig. Routen wollte ich doch haben. So, nochmal. Die Route Brot hat einen Takt von 83. Naja, 83 ist aber mehr, als wir hier eigentlich anliefern können. Das heißt, wir sollten den schon eher so lassen. Genau, die produzieren hier. So, und dann müsste man natürlich mal gucken. Das könnte da so, könnten wir so rumbauen gegebenenfalls. Müssen wir mal schauen, wie wir das alles verbinden. Da ist unser Zug mit 54 Leuten nur. Und hier oben sind, oh, da sind immerhin 82, die nach Tianjin wollen. Okay. Frage, ob ich die beiden Routen schon verbinden will. Könnte ich natürlich auch in naher Zukunft machen. Ich mache erstmal eine Sache. Ich baue hier ein kleines Stück Gleise weiter. Ja. Immerhin bis hier oben. Bis hier etwa. So, und mache jetzt mal hier Folgendes. Ich nehme das mal weg. Baue dann... Moment, da kann ich es ja hier auch gleich wegnehmen. So. Und ich bin auf dem falschen. Gleise möchte ich bauen. Setze die da ran. Zack. Na. So bauen. Und na. Frag mich hier nicht, oder was? Hallo? So, hier geht's. Wunderbar. So, dann kann hier in alle Richtungen das entsprechend weggehen. Das ist gut. So dass wir dann hier unten für die nächste Linie eigentlich nur noch einen Zug bräuchten. Der hat irgendwie über ein bisschen über 5 Millionen gekostet. Das war also schon relativ teuer. Mal kurz auf unsere Einnahmen schauen. Diagramme, Kontostand, Wert, Gleise, Städte. Wo sind denn... Hier ist das Diagramm. Ah, hier sieht man jetzt schon, das sind die Einnahmen. Sind schon enorm angestiegen, seitdem wir den Passagierzug haben. Hier, ja, also von dem auf den, das ist gut. Hält mir. Mal kurz, wie sieht es hier aus? 53. 50 ist ganz schön wenig. Und der hier, na gut, der ist jetzt logischerweise voll. Hier hinten sind aber auch nur 18. Irgendwie klappt das hier nicht so perfekt mit unserer Raffinerie. Ich weiß nicht. Irgendwie wird das gebremst. Passt nicht so. Irgendwas klappt nicht. Also, guck mir kurz mal die Linien an, die hier so ankommen. Das sind ja alle. Die haben schon alle so einen 500.000 Ertrag. Das ist ja gut. Das ist eine gute Grundlage. Aber es könnte halt besser sein. Wir müssen uns wahrscheinlich also Routen suchen, die aufeinander aufbauen. Aber erstmal
versuche ich die Route hier entsprechend anzuschließen. Und das heißt auch, dass ich in die Gegenrichtung das vielleicht noch verbinde. Das wäre gut. Machen wir mal so. Und so und glaube ich zu weit. So. Okay. Gut. Hier oben kommt ja eh, wann kommt es? Da kommt es. Kann ich hier eigentlich die Linie gleich noch ein bisschen verweitern? Ist jetzt nicht teuer gewesen. Ja. Haben wir hier die ganze Mitte zweigleisig. Und hier mache ich den noch hin. Und dann würde das schon funktionieren, wenn wir die Route bis runterfahren lassen mit zwei Zügen. Ja, eigentlich egal, oder? Dann hätten wir aber auch den Zwischenverkehr wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Die kommen von da, bringen die Steine hier hin. Okay. Heißt, ich guck mal schon mal hier, dass wir vielleicht ein paar Gebäude vorplanen. Vielleicht doch mal hier. Kann ich keine Bushaltestelle hinmachen, weil da unten das Teil ist, ja? Okay. Dann reiße ich das hier mal ganz kurz ab. Und wir bauen dort ein Frachtgebäude, eine Abladestation bauen wir einfach. Wo bauen wir den jetzt hin? Dort vielleicht, auf die Seite, damit wir das dorthin bauen können. Ja. So. Okay, dann sollte die nämlich auch gleich wieder gefunden werden. Und ich müsste jetzt hier, genau, die zweite Bushaltestelle bauen können. Wunderbar. Dann würde ich ja eigentlich wollen, mal kurz, reicht ja bis dahin, dass wir das hier runterführen. ...200.000 würde uns das kosten, weil wir es entfernen müssen. Hier kostet es uns auch nochmal 100.000. Wir machen das jetzt aber einfach, weil ich diese Buslinie hier gern hätte. Jetzt baut er uns nämlich gleich die Straßen hier hinterher. Genau, das war klar. Da ist die Buslinie. So. Dann reißt es hier nochmal ab. Ich hätte es gern ein bisschen weiter hinten. Hier so. Genau. Wenn die Leute nämlich da rumlaufen, dann machen wir hier unten einfach eine hin. So. Hier nochmal eine. Und sollte es eigentlich schon ausreichen, oder? Lass mal weiterlaufen. Wir kopieren uns hier einmal das Wort Yokohama raus, weil wir das nicht selber schreiben wollen. Und geben jetzt hier unsere Hoppala, Buslinie an. Hallo? Kann ich hier anklicken? Okay. Und du bist jetzt der Bus Yokohama 1. So, und dann haben wir natürlich noch den Bus, der in die andere Richtung fährt. Du bist der Bus Yokohama 2. Wir brauchen ein weiteres Depot. Wo ist es? Hier. Gucken wir mal, dass wir das hier ein bisschen drehen. Vielleicht hier, ja, hier hinten ist ganz gut, glaube ich. Hier hinten das Depot ransetzen. Ich kaufe mal von denen jetzt hier Sachen, würde ich sagen. Die können schon 5 Leute mitnehmen, die können auch 5 Leute mitnehmen, sind aber deutlich schneller, kosten ein bisschen mehr, aber sind halt deutlich schneller. Ja, 50% schneller, das ist gut. Ja. Und nochmal 5 von dir bitte. Ja, ich könnte die hier auch dann anklicken und auf die Linien verteilen. Aber so brauche ich die nicht anklicken, wenn ich sie einfach nacheinander in 5er Schritten kaufe. So, sind auf dem Weg. Frage ist, ob wir hier oben vielleicht in Chengdu. Schaut's hier aus? Sind die Leute hier glücklich? Sieht schon ganz gut aus, ne? Allerdings sind die Städte noch nicht sehr gewachsen. Wir müssen hier also noch irgendwie dann Sachen hinbringen und so. Ach ja, gucken wir mal. Da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wir müssen hier auch noch einen weiteren Zug dann, wie gesagt, einkaufen. Das wird auch nochmal richtig teuer.
der dann hier unten zum Beispiel nach Yokohama fährt. Und in Yokohama geht es jetzt ja mit den Bussen gerade erst los. Aber, wenn ich es richtig sehe, ist, hier haben wir hier den gesamten Rahmen über nur diese 4 Stationen abgedeckt. Das ist also vernünftig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Transport Fever 2. Bis dann, macht's gut.